Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, für euch war es nicht so, aber für mich war es so, dass ich 2 Tage oder so nicht mehr gespielt habe und jetzt total aufgeregt bin, dass ich wieder ins Spiel kommen darf und wieder weitermachen darf und wieder total vergessen habe, was wir eigentlich machen können. Also, die anderen Sachen sind noch gesperrt. Das heißt, ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich für Buzz und für Woody... Naja, okay, Woody bräuchte jetzt Level 4. Buzz bräuchte nur Level 2. Das könnten wir vielleicht mal eben machen. Schauen wir mal eben nach. Wo sind die beiden denn? So. Woody ist... Der ist so knapp vor Level 2 oder was? Oh, okay. Den könnten wir doch eigentlich auch noch helfen. Also, wir gucken erstmal. Rote Bromelie. Achso, das sind doch nicht die gleichen Blumen. Ich dachte gerade schon. Rote Bromelie und rote Passionslilie. Die holen wir uns doch mal eben. Rote Bromelie und rote Passionslilie. Ich sage das jetzt so oft, bis ihr das nicht mehr hören könnt. Rote Bromelie und rote Passionslilie. Rote Bromelie. Okay. Ja, und rote Passionslilie. Die müssten hier, glaube ich, drin sein. Das sind die, ne? Ja. Genau. Da holen wir uns mal eins raus. So. Und das andere wäre... Wieso habe ich jetzt auf L gedrückt? Das andere wäre... Blaue Sternlilie und blaue Passionslilie. Blaue Passionslilie und blaue Sternlilie. Wie sehen denn die Sternlilien jetzt nochmal aus? Ich sollte mir die vielleicht vorher angucken. Ah, hier. Bevor ich wieder rausgehe. Ich gucke dann immer nur auf den Namen, aber nicht danach, wie die Sachen aussehen. So. Dann schau... ja doch, schauen wir mal eben bei den... Achso, wir können ja gar nicht reinschauen, wenn wir nicht wissen, was wir eigentlich brauchen. Haha. Ich denke, die werden teure brauchen. Einmal den normalen Amethyst und den glänzenden Amethyst. Nicht teure, sondern die, die man nicht so oft bekommt, meine ich. Amethyst und glänzender Amethyst. Ja. Das ist... Es ist halt blöd mit den Glänzenden. Das ist immer, ich glaube, die Glänzenden bekommt man ganz, ganz selten, meine ich. Ich lasse den mal lieber hier. Jetzt haben wir 2 Sachen. Einmal, Buzz ist hier. Laufen wir nochmal direkt zu ihm. Wo ist er denn? Da unten. Nicht weglaufen, Buzz. Nicht weglaufen. Warum musste ich denn morgen? Ja, ja, halt die Klappe. Ich muss mal ganz schnell was gucken. So, der hat die 2 roten und den Amethyst. Okay. So. Ja, genau. Erzähl mir erstmal von dir. Der Wechsel vom Space Ranger zum Spielzeug war eine ziemliche Umstellung. Ich habe jetzt aber so ziemlich den Dreh raus. Du bist ein gutes Spielzeug. Ich versuche dabei, die gleiche Hingabe und Professionalität an den Tag zu legen, die ich auch als Space Ranger an den Tag legen würde. Das ist doch schön. Dennoch müssen wir dir die Sachen geben. Was habe ich jetzt gesagt? Die blauen bekommt er, oder? Nein, die roten. Ah, ach, das steht ja hier unten drin. Brauche ich ja gar nicht nachzugucken. Okay, er kriegt die roten. Fangen wir jetzt erstmal hier an. Zack. Bitteschön. Und du bist schon auf Level 3. Sehr schön. Ausgezeichnet. Ja, jetzt versteckt er sich genau hinter der Blume, wenn ich mal ein Bild machen will. Das war sowas von klar. Okay, dich nehmen wir mit zur Gartenarbeit. So, dann können wir bei ihm auf jeden Fall auch weitermachen. Oder erstmal die Blume pflücken. Gameplayerin, ich habe das Tal gründlich erkundet, aber ich muss noch herausfinden, wie du mich hier am besten, wie ich mich hier am besten nützlich machen kann. Könntest du mir dabei helfen? Ja klar, ich würde gerne helfen. Na toll. Ich bin es einfach nicht gewohnt, mich unsicher zu fühlen. Aha. Ich bin ziemlich gut darin geworden, ein Spiel. Zeug zu sein, aber hier muss ich nicht erstarren, wenn ein Mensch vorbeikommt. Jeder, mit dem ich spreche, ist so groß. Dazu kommt, dass einige von euch magische Kräfte haben.
Ich habe vielleicht einen Karateschlag und Raumflügel mit Hochdruck, aber das habe ich nicht. Was meinst du, würde Woody tun? Du bist auf deine Weise ein Held. Ich bin froh, dass du so denkst. Ich bin zwar nur 30 cm groß und aus Plastik, aber ein Teil von mir wird sich immer wie ein echter Space Ranger fühlen. Das ist es, Buzz. Das ist es, was du hier tun kannst. Du kannst einen Außenposten der Star Command einrichten. Du meinst wie eine lokale Polizeieinheit? Das könnte funktionieren. Ich könnte auf Missionen gehen, Geheimnisse aufdecken, im Umkreis patrouillieren. Als erste Handlung rekrutiere ich dich in meine Reihen. Ja. Ja, willkommen an Bord, Kadett. Wir werden das Wohnmobil als Hauptquartier des Star Command nutzen, aber wir müssen auch eine Transportflotte aufbauen. Ich werde ein Space Rangers Schiff bauen, um es davor zu stellen. Das wird ein Riesenspaß. Das ist die richtige Einstellung. Ein Space Ranger Schiff sollte für jemand mit deinen Talenten nicht allzu schwierig zu konstruieren sein. Du brauchst Glas, Hart, Holz und einige Eisenbarren. Haltholz oder sowas wollte ich gerade sagen. Ich weiß es nicht, keine. Nein, ich will dich nicht streicheln. Ich will mit dir reden. Bleib hier. Ja, ja, ja. Nein, du hast deine Patrouille nicht beendet. Lass uns abhängen. So, verstanden. Sehr schön. Eisenbarren brauchen wir noch. Okay, die Frage ist, haben wir noch Eisen da? Oh, was sehen meine müden Augen? Ich sammle ja gerne die Sachen ein. Ich habe natürlich mal wieder nichts gemacht, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe. Wie immer. Ich habe im Moment einfach keine Zeit mehr dafür. Eisenbarren. Wie viele brauchten wir jetzt? 2, 3? Ich mache mal 3. Ich hoffe, das reicht. Ja, das reicht. Okay. Achso, ja, klar, das Schiff muss ich auch noch herstellen. Sollte ich vielleicht nicht direkt rausgehen. Möbel, genau hier. Habe ich genau 5 Eisen dran. Okay. So, Spacey, was machen wir jetzt damit? Platziere das Space Ranger Schiff in der Nähe des Buzzmobil. Machen wir doch glatt da, wo Stitch steht oder da, wo Anna steht. Die Morgenflut ruft nach mir. Ja, dann geh. Husch, husch. Ich habe noch was zu tun. Es tut mir leid. So, ich würde sagen, das machen wir hier. Das sieht eigentlich ganz schick aus, oder? Gute Arbeit, Kadett. Komm, steig ein, damit wir auf Patrouille gehen können. Ich habe das Space Ranger Schiff für dich gebaut. Deshalb ist es ziemlich klein. Für mich könnte es etwas eng werden. Du hast recht. Das könnte zum Problem werden. Und außerdem bist du auch noch gar nicht bereit für den Einsatz als Space Ranger. Du brauchst erst noch eine richtige Uniform. Soweit ich weiß, kann man bei Dagobert Duck so ziemlich alles bekommen. Sprich doch mal mit ihm. Ja, natürlich wieder Dagobert Duck. Übrigens, die Weihnachtsdeko, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte. Ja, die wird bleiben. Ich weiß nur nicht, ob sie da bleiben wird, wo sie jetzt ist. Das sind alles so spacige Anzüge. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt muss ich eigentlich mit ihm sprechen. Aber ich muss mir jetzt mal eben ein paar Sachen einkaufen. Weil es sind gerade gute Sachen da. Oder auch nicht so gute, aber die möchte ich trotzdem haben. Gut, das sieht mir aber ganz schick aus. Hey. 12.000 für ein Oberteil. Ich meine, ganz ehrlich, Inflation hin oder her, aber wer würde das bitte ausgeben? Hallo. Das sieht aber ganz cool aus. Hallo. Das Coole, das kostet dann nur 1.000. Auf Wiedersehen und bis bald. Die Relation verstehe ich wirklich nicht. Was soll denn das sein? Handschuhe? Sei gegrüßt, Nachbar. Ach so, solche Handschuhe. Die sind ganz cool. Freundlichen Dank. Einen schönen Tag noch. Ich weiß nicht, ob ich den schon habe. Theoretisch dürfte ich den ja nicht haben. Wahrscheinlich in einer anderen Farbe oder so. Sei gegrüßt, Nachbar. Nein, in diesem Fall wollte ich tatsächlich mal mit Dagobert sprechen. Lass mich doch mal... So. Einen schönen Tag noch. Hi, Gameplayerin. Was brauchst du heute? Ich benötige eine Space Ranger Uniform. Sie ist unerlässlich für meine neue Rolle als Kadettin. Das ist eine große Herausforderung, Gameplayerin. Ich habe so etwas normalerweise nicht in meinem Bestand. Es wäre einfacher, sich einen Stern zu wünschen. Aber für den richtigen Preis und wenn du mir die Materialien bringst, bin ich sicher, dass ich dir etwas anfertigen kann, das den Zweck erfüllt. Zuerst musst du etwas marineblauen Farbstoff herstellen.
Dazu brauchst du etwas blauen Bartfaden, einige Blaubeeren und Kohle. Okay, ich besorge dir etwas marineblauen Farbstoff. Was noch? Zusätzlich zum marineblauen Farbstoff brauche ich noch Fasern. Und einen Topaz als Bezahlung für meine Dienste. Lass mich raten, den gibt's wieder nicht so einfach. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, wenn irgendetwas mit Dagobert ist, heißt das... das kannte Hallo. Ich noch nicht. Das nehmen wir nochmal direkt mit. Freundlichen Dank. Also, dann heißt das normalerweise nämlich, dass... Sei gegrüßt, Nachbar. Das hatte ich schon, aber das ist geil. Hallo. Ich wollte gerade sagen, das sieht so nach Rapunzel aus. Dass es teuer bzw. selten ist, das wollte ich eigentlich sagen. Falls ihr euch jetzt noch daran erinnert, wie mein Satz angefangen hat. Wenn ich sowas zwischendurch sehe, also es tut mir wirklich leid, aber dann... dann bin ich erstmal hin und weg. Und ja, ich muss es dann natürlich holen. So. Wir brauchen ein leeres Fläschchen. Wir haben doch eigentlich ein leeres Fläschchen, oder? Moment. Ja, das tun wir mal da rein. So, theoretischerweise, ich weiß nicht, ob wir jetzt genug... Hat er denn nicht was von Fasern gesagt? Ach so, nee, der brauchte den Farbstoff, den muss ich jetzt machen. Ja, okay. Aber der hätte das Fläschchen, glaube ich, auch so angenommen, kann das sein? Gut. Dreimal die Blume. Also ich merke schon, wir müssen auf jeden Fall nochmal oder Blumen pflücken, beziehungsweise ich das nochmal offline machen. Was will er denn jetzt haben? Moment. Topaz, Weichholz und Fasern. Fasern 15 Stück. Ich glaube, das reicht nicht mehr aus. Oh. Na gut, vielleicht auch doch. Okay. Ah, ich habe gestern vergessen, von Vajana die Sachen zu holen. Das ist nicht gut. Also, 15 Weichholz. Da bin ich mir aber eigentlich sicher, dass ich die wieder eingesammelt hatte. Muss ich die denn tatsächlich jetzt im Inventar haben? Das ist Hartholz, trockenes, dunkles. Ja, steht ja auch da, was man braucht. Ich bin ja auch wieder so clever heute. Okay, 15 waren es, glaube ich, oder? Dann würde ich das ein wenigstens noch wieder reintun. 15, genau. Und dann brauche ich noch einen Topaz. Nee, den finde ich aber nicht bei den Blumen, den finde ich unten. So, eigentlich könnte ich das Ding ja mal nach oben stellen, ne? Topaz, wo bist du? Das ist der das ist aber ein glänzender Topaz. Das ist der Topaz. Ach, da kann man dann auf einmal beides nehmen, oder wie? Hä? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich sogar meine Heizung verwirrt, die ist gerade angegangen. Oh, Mann. Okay, bringe die Materialien zu Dagobert. Hallo? Willst du mich jetzt veräppeln hier? So ein kleiner Buzz Lightyear und der backt hier so rum, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Ich kann das so über den drüber trampeln, streng genommen. Also, ganz ehrlich. Ich frage mich, wo sie ihr Eis abbauen. Da müsstest du doch eigentlich Bescheid drüber wissen. Hey, immer ein Lieferant. Ich habe einen Job für dich. Ich habe einen Job für dich, bitteschön. Hallo. Welch ein Glück, ein Topaz. Genau, was ich wollte. Danke, Gameplayerin. Ja. Jetzt lass mich meine Arbeit machen. Hier ist sie, eine Space Rangers Uniform. Direkt aus der ein Hauch von Magiemaschine in meinem Shop. Das ist nicht dein Ernst jetzt, ne? Es war mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, hoffentlich ist das nicht nur aus Pappe. Ja. Du wirst sicher nicht enttäuscht sein, Gameplayerin. Ich ziehe besser diese Space Ranger Uniform an, bevor ich zu Bass zurückkehre. Der ist aber schon neben mir. So, Moment. Ich gehe aber dafür erstmal nach draußen, weil das ist mir hier zu viel Tamtam drumherum.
Garderobe. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, Moment, ich würde sagen, bevor ich jetzt hier Bass irgendetwas berichte. So. Mache ich mir erstmal ein Bild, wie ich aussehe. Oh, mache ein Foto, das können wir auch direkt noch machen. Da war eben auch noch irgendwas. Kleidungsset, Sammlung. Nö, anscheinend nichts, was man anklicken konnte. Okay, dann machen wir mal hier weiter. Gameplayerin, du siehst aus, als wärst du bereit, es mit jeder Bedrohung der Galaxie aufzunehmen. Fühlst du dich so heldenhaft, wie du aussiehst? Nein, aber ich finde, dass ich ziemlich schick aussehe. Ich sehe lächerlich aus. Ja, das stimmt. Ja, ich fühle mich schon so richtig wie ein Mitglied von Star Command. Das bist du ja auch, Kadett. Zumindest in dieser Version hier. Wie in dieser Version? Was für eine Version? Dank dir kann ich beruhigt mit meiner ersten Patrouille beginnen, weil ich weiß, dass du gut auf den Kommandoposten aufpasst. Falls mir etwas Verdächtiges auffällt, sage ich dir Bescheid. Das ist schön, ja. Muss ich das Ding jetzt immer noch tragen? Ich hoffe mal nicht, ne? Ich ziehe das jetzt mal wieder aus. Die Frage ist jetzt, kann ich das überhaupt ausziehen? Jetzt muss ich mal im Schauen hier. Stimmt, meine Flügel hat der ausgezogen. Die Frage ist jetzt, das ist doch eigentlich ganz unten, oder? Ja, genau. Oh, pff, ich wollte es ja nur ausziehen. Wieso sind meine Flügel jetzt eigentlich wieder weg? Oder habe ich die jetzt weggemacht, weil ich da drauf geklickt habe? Das kann natürlich auch sein. Muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Weil die möchte ich natürlich weiter anbehalten. So. Jetzt sehe ich wieder aus wie ich selbst. Wobei, naja, wie ich selbst natürlich nicht so. Eher so wie so ein spaciger Superheld, sage ich mal. Oder vielleicht auch irgendwie die Böse aus einem Film. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich wollte sowieso mal gucken, ob ich mir nicht mal eine andere Optik zulegen sollte. Wobei ich mir da noch nicht sicher bin. Ich finde das schon ziemlich geil, was die anhat. Ich weiß halt nur nicht, ob ich nicht mal was Normales anziehen soll. Andererseits, normal ist langweilig, oder? Was findet ihr? Findet ihr das ganz cool so? Also jetzt vielleicht nicht unbedingt das, aber so was Spaciges oder was Außergewöhnliches, sage ich mal, anzuziehen? Oder zieht ihr euch lieber an, ja, so ganz normal, ich sag mal, vielleicht eine kurze Hose oder eine lange Hose? Also eine kurze würde ich jetzt nicht tragen wollen, weil wir uns ja noch mitten im Winter befinden und nächste Woche ja alles wieder Minusgrade werden wird. Und also zumindest nachts, tagsüber werden es dann so knapp über die 0 Grad, sind hier angesagt. Und ja, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, dass, auch wenn es schön hier drin aussieht und als ob wir gerade Sommer hätten oder so, aber dann möchte ich das nicht im Spiel übertragen. Das ist bei SSO bei mir auch immer so. Wenn es Winter ist, dann ziehe ich mir längere Sachen an und einen Pulli. Und wenn es Sommer ist, dann kann es auch sein, dass ich dann mal mit kürzeren Sachen rumreite, weil es einfach so ist, ja, wie man sich gerade aktuell fühlt, beziehungsweise wie es halt eben um einen herum ist. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut, werde dann schauen, dass ich die Kürbisse mal ernte und Bass damit noch ein wenig level. Und mit ein bisschen Glück können wir dann in der nächsten Folge schon eine neue Quest mit Bass beginnen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like und du darfst mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest.